Hallöchen, ihr Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder hier seid und bei mir seid. Ich habe mir gedacht, wir schauen jetzt mal auf die August-Energie. Was kommt so im August auf dich zu? Und da beginne ich jetzt auch gleich. Ich möchte mich nur noch mal ganz, ganz schnell bei euch bedanken für all eure lieben Kommentare, für Abos, für Likes, die ihr da lasst. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal und natürlich auch vielen lieben Dank für jegliche andere Wertschätzung in meine Richtung, ihr Lieben. Das war mir heute noch mal ein Bedürfnis, das heute ganz am Anfang rauszuhauen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt auch los. Denkt dran, es ist ein allgemeines Reading und kann natürlich nicht auf jeden zutreffen. Ich spreche mal aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Falls du da in einer anderen Constellation bist, drehst du es dir um. Ja, und das Reading ist für den August, ihr Lieben. So, was sollst du wissen für den August? August. Hier haben wir schon wieder die sechste Kelche. Die vier der Stäbe. Oh. Die Welt. Schöne Energie, ihr Lieben. Nee. Page der Kelche. Nee, das war jetzt nicht stimmig. Das hat jetzt hier einfach nur rausgeflogen alles. August. Was sollst du wissen? Ach, der Stäbe. Alter, es wird immer besser, ihr Lieben. Oh, wir haben gegenüber König der Münzen. Wow. Vier der Kelche und die Königin der Kelche. Im Moment ist tatsächlich, hier haben wir nämlich noch den Gehängten. Es ist so, dass bei dir wahrscheinlich nicht wirklich viel in einer Situation passiert, ja. Ich habe das Gefühl, du wartest hier. Du wartest hier auf jemanden, König der Münzen, könnte Stier, Steinbock oder Jungfrau sein. Und du wartest hier auf Nachrichten, ja. Und ich sag's dir, im August kommen hier Nachrichten von dieser Person. Hier geht es um eine Einladung, die hier reinkommt. Es kann tatsächlich so sein, dass man dich hier anschreibt. Also ich sehe hier die Kommunikation übers Internet, über den Messenger. Oder tatsächlich läuft man sich durch den sogenannten Zufall, ja, alles fällt einem zu, was fällig ist, läuft man sich hier über den Weg. Und das könnte bei einer Veranstaltung soweit sein, ja. Generell sehen wir hier, dass dadurch eine Situation sich hier, ja, sozusagen, die in einer Stagnation war, sozusagen verbessert. Ja, hier kommt ein Liebesgeständnis sogar rein für den einen oder anderen. Es ist jemanden, den du kennst, ja, für ganz wenige kann es wirklich auch ein neuer Mensch sein, den du jetzt kennenlernst. Wir sind im allgemeinen Reading, ihr Lieben. Was hier bei diesen Menschen wirklich ist, das ist ein Mensch, der sehr viel Wert auf Kommunikation legt. Ja, das kommt mir hier wirklich rein. Es kann sein, dass er auch jemand ist, der weiter von dir entfernt wohnt. Das heißt, dass da mindestens irgendwie so zum Beispiel 4 bis 6 Stunden zwischen euch liegen. Ja, das habe ich ja auch für den einen oder anderen. Oder es ist jemand, der wirklich sehr, sehr gerne reisen tut. Das kann auch möglich sein, wenn die Entfernung jetzt keine Rolle spielt. Ja, dieser Mensch ist ja auch jemand, der definitiv Wert auf Familientraditionen legt. Ja, jemand, der auch sehr naturverbunden ist, sehr arbeitsam ist. Ich habe auch das Gefühl, dass er beruflich bedingt viel unterwegs ist oder ja mit dem World Wide Web sozusagen arbeitet. Auch das kommt mir hier rein. Und ja, hier wirst du tatsächlich Nachrichten erhalten, ja, im August. Generell geht es hier auch im August darum, dass du wirklich schöne Nachrichten, auch kann es in beruflichen oder finanziellen Dingen sein, ja, wo du Nachrichten erhältst, die hier einfach für dich bombastisch sind. Wir haben hier weiter eine richtig geile Energie liegen, die einfach sagt, hier kommen Dinge rein, die unerwartet passieren, ja, mehrere gute Nachrichten, die definitiv hier auf dich zukommen. Und für die meisten ist es hier eben auch eine Liebesangelegenheit. Das heißt, hier kann es auch sein, dass jemand dir wirklich einen Antrag macht. Es kann sein, dass man sich mit dir verloben möchte, dass, wenn ihr jetzt in der Techtelmechtel-Geschichte seid, ja, dass man da sagt, du, ich möchte fest mit dir zusammen sein, ich möchte gerne mit dir mir eine neue Welt aufbauen, ja. Und hier ist es auch so, hier vermisst dich jemand, ja. Das ist auch etwas,
Ich glaube, du ahnst das nicht oder für dich ist es so, dass du eher so ein bisschen mit deinen Gefühlen das Gefühl hast, dass du mit deinen Gefühlen dort alleine stehst, ja, aber hier ist schon jemand auf dem Weg zu dir, das kann ich dir sagen und es ist ehrlich gemeint, ja, er kommt ja jetzt der König der Münzen rein und das ist hier definitiv ein ehrliches Angebot, was auf dich zukommt, auch ein Treffen, was wunderschön wird, das kann hier wirklich mega romantisch werden, bis sogar sehr, sehr leidenschaftlich, ja, weil wir hier auch die Stäbe haben und es ist aber nicht nur Leidenschaft, sondern hier sind wirklich Gefühle mit im Spiel. Es kann auch sein, dass es schon so ein bisschen knistert und ja, dieses Knistern entfacht völlig, also eskaliert so ein bisschen, ja. Ihr wisst, was ich meine, ne? Und das Ganze kann dich auch ein Stück weit überfordern, kriege ich hier rein. Ja, wenn so eine Horde Pferde losrennt, dann ist es hier auch so ein bisschen so, dass das manchmal sehr... ja, imposant sein kann, aber gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen boah, beklemmend, ja. Sowas habe ich hier drin für dich. Und vielleicht ist es auch so, dass du gar nicht weißt, wie sollst du darauf reagieren, wenn sich hier wieder jemand meldet, ja. Und ja, das liegt natürlich bei dir, welche Entscheidung du da triffst. Aber ich sehe hier wirklich, wow, eine mega gute Chance im Bereich der Liebe, hier einen passenden Partner zu finden oder dass der passende Partner eben zu dir kommt, ja. Wir haben ja auch für viele wirklich eine Seelenpartnerschaft liegen. Vielleicht hast du es auch mit deinem Seelenpartner zu tun. Da sehen wir auch, hier kommt etwas ins Gleichgewicht, ja. Auch Meditation könnte dir helfen. Es kann sein, dass du von diesen Menschen träumst, dass du Botschaften von diesen Menschen erhältst über Tiere. Vielleicht kannst du auch mit dem Krafttier Pferd etwas anfangen oder vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass du selber ein Pferd hast oder dass das Gegenüber mit Pferden arbeitet. Auch das habe ich hier drin. Gleichzeitig kommt mir ein helles Auto rein, was einer von euch fahren könnte, ja. Und auch sich mit viel, mit Naturheilkunde oder mit Pflanzen, mit Tieren auseinandersetzt oder auch ehrenamtlich arbeitet. Also einer von euch, ja. Das habe ich hier auch noch drin. Wow. Das Treffen, was hier reinkommt, die Einladung zumindest, könnte in den Nachmittag-Abendstunden reinkommen. Ja, könnte ziemlich spontan auch reinkommen, sodass man sagt, Mensch, hast du Lust? Wollen wir heute Abend was Schönes gemeinsam machen? Und da plant jemand hier eventuell auch wirklich dir die Liebe zu gestehen, eine Liebesoffenbarung. Ja, jemand beobachtet dich auch über das Internet. Das habe ich hier auch. Und es kann hier natürlich auch um eine Versöhnung gehen, ne? Grundsätzlich haben wir hier positive Nachrichten, die einen Grund zum Feiern bringen, ja? In sämtlichen Lebenslagen kann das hier sein. Das muss nicht nur in der Liebe sein. Es kann auch zum Beispiel dein Sohn sein oder es kann, ja, für dich eine berufliche Angelegenheit sein. Du weißt, auf was du schaust, ja? Die meisten schauen auf die Liebe und deswegen fokussiere ich mich da auch am meisten drauf. Genau, aber hier sind bombastische Nachrichten auf dem Weg zu dir, etwas, wo dein Herz wirklich aufgeht und wo du vielleicht auch wirklich so ein bisschen aus diesem, ja, ich habe das Gefühl, ihr seid so momentan vielleicht einige von euch in so einem Zustand, wo du gar nicht weißt, okay, was willst du, du wartest ab, du schiebst Dinge auf, du hast irgendwie so keinen richtigen Bock, ja. Und das wird sich hier schlagartig ändern im August, weil hier einfach diese guten Nachrichten reinkommen, ja. Okay, schauen wir mal weiter. Mir kommt rein, dass dein Gegenüber vielleicht mal eine größere Verletzung am Knie gehabt haben könnte. Ja, also das habe ich hier auch noch drin für den einen oder anderen. Wir haben hier die Wunschvorstellung, die Träumerei und die Kindheit. Ja, also für mich ist es so, hier kommt tatsächlich etwas in den Neubeginn, ja, hier geht es um einen Neubeginn, es geht hier auch um das Verträumte, das Verliebte, was hier reinkommt, ja, von beiden Seiten, ihr Lieben, von beiden Seiten. So, was haben wir hier? Ja, die Vergänglichkeit, ne, hier ist jemand aus der Vergangenheit, für viele ist das wirklich jemand aus der Vergangenheit, wo es eben wie so eine Seifenblase in der Vergangenheit auch geplatzt ist. Ja, dieser Traum vielleicht von einem gemeinsamen Leben. Und hier möchte jemand wieder etwas aufleben lassen. Natürlich kann es auch sein, dass du jetzt nicht auf jemanden aus der Vergangenheit schaust, generell aber so ein bisschen das Gefühl hast, okay, ich weiß nicht, für mich gibt es da niemanden, ja.
die Liebespartner, die ich hatte, das ist Vergangenheit. Ja, das war alles nur ein schöner Traum, ja, und du hast hier vielleicht nicht mehr so wirklich an die Liebe geglaubt. Und das kommt hier für viele wirklich zurück im August. Also, dass du hier wieder an die Liebe glaubst, dass du hier auf volles Brett verknallt sein wirst, ja. Und ja, man hier sozusagen auf Wolke 7 schweben kann, ja. Okay. Oh, jetzt haben wir den Hinterhalt, Schutzlos, Hinterlistigkeit und Verletzungen. Das liegt in der Vergangenheit. Es kann sein, dass dieser Mensch dich wirklich mal stark verletzt hat, dass dieser Mensch sich von dir getrennt hat. Ich habe auch das Gefühl, dass es hier wirklich vielleicht verletzende Worte gegeben hat in der Vergangenheit, ja, mit diesem Menschen. Und das ist ja auch etwas, warum du vielleicht hier auch so ein bisschen in diesen gehängten Modus kommst, dass du sagst, ich weiß nicht, soll ich das wirklich annehmen? Soll ich mich da wieder drauf einlassen? Meint das jemand wirklich ernst, ja? Und hier habe ich aber ein ganz klares Ja drinne. Natürlich, ihr Lieben, bedenkt, wir sind in einer allgemeinen Legung und spürt euch bitte immer gut selber hinein und achtet vor allen Dingen auch darauf, wie verhält sich dieses Gegenüber, ja? Was spricht er, aber auch gleichzeitig, wie sind die Taten dazu, ja? Hier muss irgendwas vorgefallen sein in der Vergangenheit, was eben diese Seifenblase zum Platzen gebracht hat, ja, wo du ziemlich verletzt warst, wo du vielleicht auch nicht mit gerechnet hast. Und ja, hier sehe ich aber, dass jemand wirklich wieder versuchen wird, etwas gut zu machen, ja. Also das habe ich hier auch. Ich möchte jetzt trotzdem noch mal eine Karte, eigentlich ist es klar, aber ich möchte hier trotzdem noch mal auf diese Hinterlistkarte eine Tarot ziehen. Ja, das ist in der Vergangenheit gewesen. Man wird hier auch nochmal drüber sprechen, ne? Also ich habe das Gefühl, hier kommen nochmal Gespräche auf dich zu. Tatsächlich, ja, bezüglich dieser Geschichte, die da in der Vergangenheit abgelaufen ist. Es kann auch sein, dass du im August tatsächlich eine Wahrheit erfährst, wer dich hier hintergangen hat. Ja, das habe ich ja auch für den einen oder anderen. Hat hier aber tatsächlich nicht unbedingt was mit dem Herzensmenschen zu tun, sondern es könnte auch auf eine andere Person schließen. Das kriege ich durchgegeben und ich habe hier das Gefühl tatsächlich irgendwie, dass du damit überhaupt nicht gerechnet hast, dass diese Person so tickt, ja. Auch das haben wir hier drin. Also das ist, ja, das ist schon, ja, so eine kleine, ja, negative Schwingung, die hier reinstrahlt, ja. Aber generell ist es auch mit dem Ast der Schwerter, dass du dich davon eben lösen tust, ja. Und das könnte ja auch so ein Moment sein im August, ja, wo du da vielleicht auch etwas erfährst, wo du wirklich dir auch erstmal Zeit für dich nimmst und auch drüber nachdenkst, ne? Das hat hier aber nichts mit der Liebe zu tun, ihr Lieben. Das kriege ich nicht so wirklich rein. Also das ist nicht dieser Mensch hier, der hier auf dich zukommt. Ja, dafür sind die Karten hier einfach zu super. Und für mich ist das hier eher so ein bisschen entweder was aus der Vergangenheit oder es ist auch noch eine andere Person, ja, die eben hier für diese, ja, für diese Verletzung hier bei dir sorgt, ja, wo du sagst, boah, ist das eine hinterlistige Bazille? Hätte ich ja im Leben nicht gedacht, ja. Aber du erkennst die Wahrheit. Genauso kann es auch sein, dass dein Herzensmensch, das bekomme ich jetzt auch durchgegeben, mit einer sehr hinterlistigen Person zu tun hatte. Diese Person hat immer wieder eure Verbindung manipuliert, ja, und jetzt kommt hier auch die Wahrheit ans Licht, ja. Wow. Auch habe ich das Gefühl, Lügen und gewisse Verschleierungen, vielleicht hat hier jemand versucht, auch Gefühle zu verschleiern, hat hier gelogen, hat gesagt, du, das ist nur Freundschaft oder ich habe überhaupt keine Gefühle für dich, ja, das ist Bullshit. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du hier mit in Resonanz gehst, ist es Bullshit. Hier hat jemand gelogen, hier hat jemand nicht die Wahrheit gesagt, wie er wirklich für dich fühlt, denn wir haben hier wirklich zentral sehr, sehr schöne Karten. Ihr seht, wie er hier ein Liebesgeständnis macht, ja, das passt einfach nicht. Für einige ist es auch so, dass hier eben genau diese Maske fällt, dass jemand wirklich sagt, du, Butter bei der Fische, ne? Und das überrennt dich hier, volles Brett. Und dann kommst du hier in diesen Modus, wo du sagst, puh, was mache ich denn jetzt? Ja, jetzt habe ich es schwarz auf weiß. Dieser Mensch hat Gefühle. Dieser Mensch möchte mit mir in Verbindung gehen. Was tue ich? Ja. Und das liegt natürlich bei euch, bei jedem Einzelnen, was ihr dann daraus macht. Aber die Möglichkeit besteht, dass das passiert. Und wie gesagt, wenn es hier eine andere Person ist, dann kann es sein, dass hier dein Gegenüber auch in einen Hinterhalt, in Lügen und ja, in so ein Konstrukt geraten ist, ja, wo man ihn einfach stumm verarscht hat.
So, und diese Wahrheit hat er erkannt, ja, und das, was er mit dir hatte, das war ehrlich. So, und das wird hier einem Menschen bewusst und deswegen meldet man sich hier auch wahrscheinlich wieder, weil man etwas gut machen will, weil man verstanden hat, okay, das, was ich da vielleicht hatte, ja, das, diese Person hat mich hintergangen, diese Person hat mich belogen, ja, und tja, vielleicht ist es so, oder nicht nur vielleicht, er musste diese Erfahrung machen, ja, um auch vielleicht eure Verbindung zu wertschätzen oder den Wert eurer Verbindung zu erkennen, ja, manchmal ist es so. Die Frage ist dann halt, viele sagen natürlich, nee, wenn der, ne, also ich bin keine zweite Option, ich verstehe das total, aber es gibt eben auch die von euch, die sagen, jeder hat eine zweite Chance verdient, ne? Die Frage ist, wie viele Chancen hat er schon verkackt und wie viele Chancen willst du ihm noch geben, ne? Wenn es jemand aus der Vergangenheit ist. So. Für einige kriege ich auch rein, es könnte sich um zwei Menschen handeln. Ja, du bist hier mit einem Menschen wirklich in Love und da meldet sich jemand aus der Vergangenheit wieder. Dann passt bitte auf, denn hier haben wir jemand, der vielleicht auch so ein bisschen nur sein Ego bestätigen möchte, ja? Du wirst das merken, ganz ehrlich, du wirst das merken anhand des Verhaltens, ja, und vor allen Dingen solltest du die Maßrichtung angeben, wie es läuft, ja, also das ist auch ganz, ganz wichtig. So, ja, hier haben wir den Briefkasten, das sind die Nachrichten, auf die du wartest, ja, Botschaft auch aus der geistigen Welt und hier ist die Geduld, das Schneckentempo, hier hat sich jemand unheimlich viel Zeit gelassen, ja, vielleicht auch schon in der Vergangenheit, vielleicht ist es aber auch jemand Neues oder jemand, den du jetzt frisch kennengelernt hast, da ist eine immense Vertrautheit, ja, und es ist so, dieser Mensch kommt und kommt nicht aus dem Quark und du denkst dir, boah, wann reden wir denn darüber, was ist das jetzt mit uns, wohin geht es, hat jemand Interesse an mir oder eben nicht, ja, und dieser Mensch braucht Zeit und im August wird es aber der Punkt sein, wo jemand es dir gestehen wird, ja, das haben wir hier auch dran. So, und guck mal, im Unterdeck habe ich hier noch der gemeinsame Weg, Liebespaar, Beziehung und Glück. Das ist etwas, was auf dich zukommen soll. Die Frage ist, welche Konstellation ist hier für dich wichtig, ja? Ich habe dir ja so ein bisschen den Herrn hier beschrieben. Wie gesagt, für einige ist es auch so, dass er dunkles Haar hat. Ich habe hier auch jemanden, der recht stabil von der Figur ist, ja, vielleicht wirklich viel auch sich in der Natur aufhält. Natur ist diesen Menschen unheimlich wichtig. Und er ist auch sehr familienorientiert, ja. Das ist diesen Menschen hier auch wichtig. Und dieser Mensch, da geht es um das, um den gemeinsamen Weg, ja. Und wenn dann da jemand noch zusätzlich aus der Vergangenheit auftaucht, wo es immer wieder wirklich immer wieder die gleichen Kreisläufe gab, immer wieder ist dieser Traum zerplatzt, mit diesem Menschen einen gemeinsamen Weg zu gehen, weil dieser Mensch sich auf einmal wieder zurückgezogen hat, ja. Oder weil dieser Mensch gelogen hat oder was, ja, dann ist es so, da sollte dein Fokus dann auf diesen neuen Mann liegen und du solltest dich nicht von der Vergangenheit verführen lassen, ja, das ist das, was das Universum durchgibt. Für den einen oder anderen kann es auch wirklich sein, dass du hier diese Ängste hast, ja, wieder verarscht zu werden, wieder hintergangen zu werden, wieder Verletzungen davon zu tragen. Ich sehe aber, dass du im August hier wirklich dich davon lösen wirst, weil hier ein Mensch reinkommt, der dir so viel Sicherheit und Stabilität gibt, dass du genau spürst, dieser Mensch verletzt dich nicht so, ja, wie die Menschen vielleicht aus deiner Vergangenheit. Auch das haben wir hier drin. Du hängst auf jeden Fall im August, ja, was deine Gefühle anbetrifft, du hängst hier so ein bisschen durch, ja, du weißt nicht so genau, was du machen sollst und es könnte auch sein, dass du dich dann auch eben ein Stück weit zurückziehst, ja, und sagst, du brauchst erstmal Zeit, drüber nachzudenken. Ich habe es aber so, dass dieser Mensch hier dir A, die Zeit geben wird, aber er wird auch nicht so schnell aufgeben, ja, das haben wir hier auch. Okay. Ja, hier haben wir den Rochen, hier geht es um die Selbstmeisterung. Ein Lehrer der Meere gleitet in dein Leben. Neue Einflüsse und Strömungen führen dich zu neuen Erkenntnissen, sei lernbereit. Also, wie gesagt, hier kann wirklich im August einiges ans Licht kommen, ja. Auch Verschleierung, Hinterhalt, Lügen, die hier vielleicht auch eine dritte Person gemacht hat, kommen hier ans Licht, er durchblickt etwas, ja, und er wird sich hier für dich entscheiden, wenn das diese Constellation ist.
Ansonsten ist es so, kann es hier sich auch um eine dritte Person bei dir handeln, wo du einfach raffst, okay, das ist eine linke Bazille, ja. Und das Ganze hat hier etwas für dich ja, im Gepäck sozusagen, damit du etwas lernst, ja. Das hat ja auch was mit deiner Selbstliebe, mit deinem Selbstvertrauen zu tun. Dass du jetzt auch eine Wahrheit erkennst. Vielleicht ist es so, dass du immer wieder gedacht hast, das kann nicht sein, ne? Also das glaube ich nicht. Und ja, doch, genau dieser Mensch ist es, der dich da wirklich hintergeht, ne? Kann auch jemand von der Arbeit sein, unter anderem. Für ganz wenige ist das auch wichtig. S und R könnten für dich wichtige Buchstaben sein. Bekomme ich rein. Mir kommt der Name Jochen rein. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht kann jemand mit dem Namen Jochen etwas anfangen oder Joachim. Ja, die Schönheit, ne? Waldnymphe. Also es geht hier auch tatsächlich, hier kommt ein Mensch in dein Leben, der unheimlich schön ist. Ja, und hier wirst du auch wieder die schönen Seiten der Liebe erkennen. Ja, auch wenn du in der Vergangenheit ganz viel die beschissenen Seiten der Liebe erkannt hast, weil du verletzt warst, weil du hast blind vertraut vielleicht, du warst vielleicht ein Stück weit naiv, ja. Jetzt wirst du tatsächlich die Schönheit der Liebe wiedererkennen. Und das ist das, was ich hier wirklich reinbekomme für den August, was hier ganz, ganz wichtig wird. Auch kann es sein, dass du dich im August besonders schön findest, weil du hier an deiner Selbstliebe gearbeitet hast, weil du dich vielleicht auch optisch verändert hast, weil du einfach das tust, was dir gefällt. Auf jeden Fall ist es so, dass du entweder auch hier einen sehr attraktiven Menschen kennenlernen wirst oder generell auch, ihr beide seid unheimlich attraktiv. Hier geht es aber auch um die Schönheit des Charakters. Ja, und du hast vielleicht auch gar nicht mehr damit gerechnet, dass du so einen Menschen kennenlernst. Wie gesagt, in Dreierkonstellationen habe ich es hier tatsächlich. Du bist hier diese ehrliche Person, du bist die schöne Person, ja, und das andere hier ist eine hinterhältige linke Bazille. Und das hat jemand erkannt. So, schauen wir mal, was kriegen wir hier noch? Anfang und Ende, ja, das ist klar. Wir haben hier die Zahl 2, das ist auch wieder diese Entscheidung, ne? Dieses Hin und Her, on und off. Jetzt geht es gut voran, 2 Tage, 2 Wochen. Und ich habe hier wirklich das Gefühl tatsächlich, dass hier die Entscheidung so ein bisschen bei dir liegt. Ja, lässt du dich darauf ein, hältst du an diesen vergangenen Hinterhältigkeiten, Verletzungen fest? Ja, du hast hier das Schwert in der Hand, wo du dich davon loslösen kannst. Du darfst es benutzen, ja. Die Zahl 2 oder 22 könnte für dich wichtig sein. Vielleicht siehst du auch gerade die Synchronizität 2 häufig. Ja, es kann auch in Form von 2 Tieren sein, 2 Pärchen. Du siehst überall etwas mit 2. Ja, das wäre hier definitiv eine Botschaft. Kann aber auch sein, dass du in der Zahl, in der Hausnummer 22 oder 33 wohnst. Die 23, 32 könnte auch wichtig sein. Vielleicht bist du so alt, vielleicht ist dein Gegenüber so alt, ja. Und ja, hier wird etwas bald klappen. Hier geht es gut voran. Das sagen dir die Karten ja auch nochmal. Hier kommt die gute Chance rein. Ob du sie annimmst, liegt bei dir. Und du darfst dir hier auch ein bisschen Zeit einräumen. Lass dich da nicht unter Druck setzen. Jemand, der es wirklich ehrlich mit dir meint, der wird dir die Zeit geben, ja, die du brauchst. So. Die 232 könnte in einer Telefonnummer oder in einer Postleitzahl sein oder in einem Kennzeichen, ja. Mir kommt die Blume des Lebens rein. Vielleicht hast du die Blume des Lebens tätowiert, ja. Das kann auch noch möglich sein. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir Skorpion. Nee, das war nicht stimmig. Hier haben wir Wassermann. Boah, nee. Ihr Lieben, die ganzen Sternzeichenkarten rasten hier völlig ab. Hier haben wir den Krebs. Hier haben wir Löwe. Hier haben wir Steinbock. Und hier haben wir die Fische. Und im Unterdeck habe ich hier den Schützen. Also für diese Sternzeichen kann das hier wirklich ein wichtiges Orakel sein. Natürlich kann es auch sein, dass sein Sternzeichen jetzt nicht genannt wurde. Ja,
Stier, Steinbock, Jungfrau haben wir sowieso dabei. Das habe ich hier eher bei deinem Gegenüber. Du hast eher Krebs, Fische, Skorpion. Ja. Und wenn dein Sternzeichen jetzt nicht genannt wurde, dann kann das trotzdem ein Reading sein. Ihr wisst, die Sternzeichen können passen, müssen nicht passen. Es kann auch sein, dass du eins dieser Sternzeichen häufig in der Chart drin hast oder dein Aszendenten hier liegt, ja? Auch nochmal wichtig. So. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier noch kriegen. Oh, jemand lädt dich zum Eisessen ein. Guck mal, wir haben hier schon mal wieder das doppelte Ananas-Eis 2. Also, wie bestätigen? Das finde ich schon wieder geil. Ihr Lieben, Baum des Lebens. Ich habe vorhin gesagt Blume des Lebens, aber es kann auch der Baum des Lebens sein. Dann habe ich hier auch darum, es geht darum, dass dieser Mensch nicht nur für kurze Zeit in deinem Leben sein wird, ja, sondern länger. Hier kommt eine Einladung, höchstwahrscheinlich auch rein, wo es entweder wirklich um Eis geht, ja, dass ihr ein Eis zusammen esst, oder beziehungsweise kann es sein, dass einer von euch totaler Eisfanatiker ist. Das nächste, was aber auch noch reinkommt, ist, dass hier eine Eiszeit sozusagen von euch in die Auflösung geht. Ja, hier kommt wieder ganz viel Gefühl rein. Und hier haben wir die Süßigkeit bzw. das Sweet drin. Ja, da haben wir auch nochmal die Schönheit, die süßen Gesten, die von diesen Menschen zu erwarten sind. Ja, auch im August, du wirst hier irgendeine süße Geste erleben. Das kann wirklich alles Unterschiedliche sein, aber hier sehe ich auch eine süße Überraschung für dich. Das Ganze steht hier unter einem hohen Schutz und hier geht es auch um die Heilung. Und dann haben wir hier das W, das K, das P, das V, das Q, das A und das M. Also das sind noch Buchstaben, die hier für dich wichtig sein können. Ihr seht sie gar nicht. Ach, so, ihr Lieben, reicht. ja, irgendwie, vielleicht sagen dir diese Buchstaben was, ne? W, Q, K, A, P, M und V. Das ist gar kein V, das ist ein A, ihr Lieben. Ja, Doppel-A könnte wichtig sein. Kappa, die Marke Kappa könnte auch noch wichtig sein. Vielleicht trägt einer von euch häufig Kappa. Irgendwie kommt mir das Wort Papa rein. Es kann sein, dass er schon Vater ist oder Papa ist. Papa deiner Kinder vielleicht ist. Auch das könnte möglich sein. Ja, ansonsten kommt mir da jetzt nicht viel rein, ihr Lieben. Vielleicht könnt ihr wirklich was damit anfangen. Der Name Pam könnte auch noch wichtig sein für den einen oder anderen. Also so Pamela Pam. Ja, also vielleicht ist das irgendwas, wo du was mit in Verbindung bringen kannst. Kann hier auch zum Beispiel diese dritte Person sein. Muss aber nicht, ne? Vielleicht sagen euch diesen Buchstaben etwas. Wie gesagt, hier geht es auf jeden Fall um Heilung dieser Eiszeit und um Heilung generell auch, egal ob jetzt mit jemand Altes oder Neues. Ja, die Liebe soll hier wieder in dein Leben kommen. Und das ist eigentlich diese Grundbotschaft, ja. Ja, damit belasse ich es auch. Ich finde, es sind echt gute Nachrichten. Wie gesagt, Lug und Betrug wird hier rauskommen. Ja, vielleicht auch, wie gesagt, bei deinem Gegenüber. Und du wirst ja sehen, wie du dich entscheidest. Ja, ich sehe, es könnte hier aufgrund dieser Nachrichten erstmal kurzzeitig überfordernd sein für dich. Lass dich da nicht aus deiner Ruhe bringen. Bleib bei dir, bleib in deiner Mitte. Und du wirst sehen, dass hier wirklich etwas sehr, sehr Schönes in dein Leben kommen wird im August. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch in diesem Sinne einen zauberhaften August. Bleibt alle gesund, passt gut auf euch auf. Und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.